Hi Leute, ich bin die Hatti. Ich dachte, anlässlich zu Barbies Geburtstag mache ich immer so eine richtig fette, schöne Torte. Ich habe mal bei Pinterest so ein bisschen geguckt. Die Torten sehen ja spektakulär aus. Und ich frage mich, ob ich das auch so cool hinbekomme. Und ich würde sagen, schauen wir und fangen wir an. Ich habe hier jetzt ein paar Biskuitböden, die sind fertig gekauft. Dann habe ich hier noch ein paar Als erstes fange ich mit der Buttercreme an und dafür nehme ich mir jetzt meine Erdbeeren und gebe die mir in eine tiefe Schüssel und fange an, die Erdbeeren zu pürieren. Jetzt nehme ich die andere Schüssel und gebe da meinen Vanillepudding rein. Und dann gebe ich löffelweise mein Erdbeerpüree zu dem Vanillepudding und rühre das dann sozusagen mit dem Schneebesen. Ich vermische mal mit dem Löffel. So, wenn das Ganze so ein bisschen verrührt ist, dann können wir den Zucker dazugeben. Was ich jetzt mache, ist mein Herd an. Und gebe sozusagen die restlichen Erdbeeren in den Topf. So, wenn das Ganze köchelt, dann nehme ich das einmal runter und gebe mein Vanillepudding-Erdbeerpüree dazu. Dann zurück auf die Herdplatte und dann nochmal köcheln lassen. Dann nehme ich mir die Butter. Meine Erdbeeren kochen, also nehme ich die jetzt runter, gebe die sozusagen zu meiner Butter dazu. Vorsicht, heiß! Jetzt brauche ich noch meinen Schneebesen und verrühre das Ganze. Das sollte euch nicht passieren. Das muss jetzt abkühlen, das gebe ich jetzt ab. Den Rand nicht wegschmeißen, denn den brauchen wir gleich noch. Ich nehme jetzt die Puppe und steche sie durch die Torte durch. Oh ja, also so sollte die hübsche Frau dann stehen. Sollte eigentlich ein Kleid werden, aber mal sehen, was meine Creme macht. Die ist flüssig. Was ist hier los? Das ist die hässlichste Torte auf der Welt. Barbie, I'm sorry, but... Ey, jetzt wird's was. Jetzt wird es was. Wunderschön. Okay, ich werde kosten. Mega gut. Ihr könnt ja gerne mal versuchen, das nachzumachen. Ich finde das ziemlich lustig. Vielleicht jetzt nicht unbedingt für den Geburtstag, aber für die Family irgendwie so im engsten Kreis. Einfach mal ausprobieren. Und wenn ihr das macht, dann nutzt auf jeden Fall den Hashtag FlipFood. Und hier kommt ihr noch zu weiteren tollen Food-Videos. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Thank you.